Hallo ihr Lieben, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das erste Video ist, in dem ihr mich so richtig seht und in dem ich mit euch rede. Naja, wir kriegen das gemeinsam hin. Ich bin eben in der Schule, hinter mir ist eine schöne blaue Tafel und vor mir ist keine Klasse, nein, leere Stühle. Aber Unterricht möchte ich trotzdem mit euch machen. Heute soll es, oder in diesem Video, soll es um Winkel an geraden Kreuzungen gehen. Das heißt, wir sind in Mathe Klasse 6 angekommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns am Ende noch einmal. Kommentare, Ideen, Anmerkungen bitte einfach unten in die Kommentare. Bleibt fair, bleibt gesund und bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Also, was brauchen wir? Zwei Geraden. Eine Gerade und noch eine Gerade. Wir bezeichnen den Winkel oben links mit Alpha. Und kümmern uns als nächstes um den Winkel rechts davon. Den nenne ich Beta. Und weil der neben Alpha liegt, sagt man, Beta ist ein Nebenwinkel zu Alpha. Also, Beta ist Nebenwinkel zu Alpha. Okay, alles wieder weg. Schauen wir uns den gegenüberliegenden Winkel von Alpha an. Den nenne ich Gamma und die teilen sich einen Scheitel. Also ist Gamma der Scheitelwinkel zu Alpha. Gamma ist Scheitelwinkel zu Alpha. So, es gelten verschiedene Gesetzmäßigkeiten. Dafür zeichne ich noch einmal Beta ein. Und wenn wir Alpha und Beta miteinander verbinden, hier rot stellen wir fest, na hoi, das sind 180 Grad. Okay? Also Nebenwinkel ergeben zusammen 180 Grad oder Alpha plus Beta ist 180 Grad. Was gilt jetzt für Scheitelwinkel? Also wie Alpha und Gamma, die ja einander gegenüberliegen. Nun, ich denke, man sieht das. Alpha und Gamma sind gleich groß. Wir schreiben dafür, Alpha ist gleich Gamma. Yay! Machen wir ein Beispiel. Also, ich habe hier zwei Geraden gezeichnet. Und der Winkel hier oben soll 130 Grad groß sein. Fragen wir uns zunächst, wie groß der Winkel gegenüber ist. Logisch, es ist ein Scheitelwinkel. Auch der ist 130 Grad groß. Wie sieht das jetzt mit dem Winkel rechts aus? Den kennzeichne ich blau und nenne ihn mal Beta. Okay, man sieht ganz gut, 130 Grad und Beta, also der Winkel, den ich zuerst gezeichnet habe, und Beta, das sind Nebenwinkel zueinander. Also gilt, die eingezeichneten 130 Grad plus Beta müssen 180 Grad ergeben. Daraus folgt, dass Beta gleich 50 Grad groß ist. Denn es gilt hier die Umkehraufgabe.
180 Grad minus 130 Grad ist gleich 50 Grad. Wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank, wunderbar. Ihr seid jetzt selber dran. Ich hoffe, ihr kommt klar. Es ist einfach. Doch, ihr schafft das alle. Ihr seid großartige Wesen. Und ich danke euch fürs Zusehen, Zuschauen und überhaupt. So, ihr Lieben, das waren Winkel an Geradenkreuzungen. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Erledigen der Aufgaben. Und bis bald. Macht's gut. Tschüss.